Sie verstecken sich hinter Akten, wollen ihre Gesichter nicht zeigen. Doch die drei Angeklagten Selina M., Danny L. und Michael K. müssen sich seit heute in Frankenthal vor Gericht verantworten. Der Vorwurf? Mord, versuchter Mord, Misshandlungen. Sollten sich die Tatvorwürfe, so wie sie die Staatsanwaltschaft Frankenthal erhebt, bestätigen, so ist gegen alle drei Angeklagte zwingend lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen, weil ihnen unter anderem ein Verbrechen des Mordes vorgeworfen wird. In der Wohneinheit 2 dieses Seniorenheims im pfälzischen Lambrecht betreuten die drei Angestellten bis zu 46 teils hilflose Menschen. Hier sollen sie eine 85- und eine 62-jährige Frau getötet haben. Als Motiv geht die Staatsanwaltschaft von Langeweile und Machtgier aus. Beiden Opfern sollen sie Insulin gespritzt haben, um sie zu töten. Eins von ihnen erstickten sie schließlich mit einem Kissen. Die Staatsanwaltschaft wirft den dreien außerdem einen weiteren Mordversuch vor. Darüber hinaus wirft die Staatsanwaltschaft Frankenthal den drei Angeklagten in wechselnder Beteiligung verschiedene sexuelle und körperliche Übergriffe zum Nachteil der Heimbewohner vor. Schließlich sind diverse andere Delikte wie Diebstahlstaten, Computerbetrug Gegenstand hiesigen Verfahrens. In einer WhatsApp-Gruppe sollen die gelernte Altenpflegerin und die beiden Altenpflegehelfer Videos der Taten und geschmacklose Bilder von weiteren Senioren, zum Beispiel mit Hitlerbärten oder Partyhüten, ausgetauscht haben. Für die Angehörigen, die dem Prozessauftakt heute fernblieben, sicherlich ein Schlag ins Gesicht. Ich kann nur sagen, dass es zwischen mir und dem Mandanten abgesprochen ist, dass er erst dann dem Prozess beiwohnt, wenn er auch als Zeuge hier gehört worden ist. Und das wird erst im November der Fall sein. Dass es ihm nicht gut geht bei dem Gedanken, dass seine Mutter gewaltsam zu Tode gekommen ist, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Mithilfe der Aussagen von 84 Zeugen und zwei Sachverständigen werden die Richter nun über die Strafen für die Angeklagten entscheiden. Das Urteil soll Ende November fallen. Der Prozess wird am 26. September fortgesetzt.